Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits. Und natürlich auch Eldadum zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Ja. Und da wären wir auf Route 5, wenn ich das richtig gelesen habe. Und da wartet schon der Mordiff auf uns. Unser Rivale, den wir wahrscheinlich gleich herausfordern werden. Ja, der geht schon los, da spricht er uns an. Und da geht's in die nächsten Part. Pokémon Let's Go Evoli! Zwergenfee. Da kommt man anscheinend nicht durch. Aha. Schwenk hin, schwenk her. Aber wir können stattdessen die Unterführung nehmen, um nach Orania City zu kommen. Da drin ist es bloß ein klein klitzebisschen dunkel. Huch. Halt mal kurz still. Nein. Will nicht? Hilfe? Hilfe? Was hat er gerade mit mir gemacht? Pokémon? Was zum Geier Gangfreak? Dein Haar hat so glitzert. Guck mal, das hatte sich darin verfangen. Alter, ein Belieber. Alter, Game Freak, diese Animation. Also, ich habe gerade schon versucht, mit ein weniger zweideutigen Gedanken da reinzugehen, aber holla, das hat mich gerade schockiert. Wie der auch noch. Ich sah auch noch dieses Grinsen auf seinen. Boah. Alter Game Freak, das kann man nicht in ein Kinderspiel mit reinmachen. Das ist nicht nur zweideutig, das ist eindeutig. Diese Animation. What? Was ist aus Pokémon geworden? Mensch, Mordiff. Er wusste nicht, dass du diese Seiten hast. Eine andere Seite an Mordiff. Ja. Auch mal toll. Du verstaust das Item in der Medizintasche. Mit einem Beleber kannst du ein besiegtes Pokémon wieder kampfbereit machen. Ich habe auch einige Exemplare davon dabei. Hier, ich gebe dir noch welche ab. Ich bin gerade wirklich schockiert von dieser Animation. Alter. Da merkt man, dass das Spiel wirklich blind spiele. Das ist also blind. Nicht blind. Das ist auch fast der Fall. Also ich habe eine Sehstärke von minus... Ich glaube 4,5 oder sowas, wenn ich richtig eine Ahnung habe. Also ich bin ein Maulwurf. Deshalb trage ich auch eine Brille, die auch nie sauber ist. Deshalb bin ich noch mehr blind. Aber egal, wir schweifen vom Thema ab. Mordiffs Belästigungen hier an Pokémon. Let's go, Evoli. Du erhältst zwei Beeren von Mordiff. Du verstaust sie in der Medizintasche. Wer weiß, vielleicht helfen sie dir ja in der nächsten Arena aus der Patsche. Das kann durchaus sein. Hätte ich zumindest in der letzten Arena sehr gut gebrauchen können. Ja, wir reden hier zu viel um den heißen Brei herum. Wir sind immer noch im Anfangsdialog. Es sind schon ein paar Minuten vergangen.
Oh ja. Oh, sind das etwa Bootstickets, die du da hast? Der Wahnsinn. Ja, nimm ruhig eins. Ja, für dich ist auch eins da. Wo ist der Unterschied? Ja, nimm ruhig eins. Du gibst Modev ein Bootsticket. Und wozu war jetzt gerade diese Auswahl möglich? Und du bist dir auch wirklich sicher, dass du dieses Ticket nicht brauchst? Ja, jetzt, wo du nochmal nachfragst, habe ich es mir anders überlegt, gib's wieder her. Nee, kannst du behalten. Bei mir ist das auf jeden Fall in guten Händen. Ich werde es nicht verfallen lassen. Versprochen. Och komm, jetzt gib mal wieder her. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Jetzt verpiss dich. Verpiss dich, Modi. Aber sag mal, wo hast du diese Tickets überhaupt her? Oh. Cringe-Situation. Im Ernst, du hast sie von diesem sprechenden Pokémon bekommen. Ich glaube, dieser ganze Charakter ist irgendwie ziemlich cringe aufgezogen. Habe ich so das Gefühl. Ah, verstehe. Das war in Wirklichkeit also ein Mensch. Nein. Mann, ist mir das peinlich. Lass uns diese Geschichte besser schnell wieder vergessen. Ja, lass uns diese Geschichte hier am besten schnell wieder beenden. Ich will durch den Tunnel durch. Ich weiß doch, wo es lang geht. Ich habe Pokémon Game Edition Let's Played. Ich weiß, wie ich nach Urania City komme. Komm, lass uns diesen Dialog hier beenden. Es ist sicher. Ich will hier weg. Also gut, ich gehe schon mal vor. Bis dann. Ja, bis dann. Ja, folgen wir ihm, ja. Gut. Mein Pokémon ist so schlau. Wenn ich es auf der Schulter trage und ein Item in der Nähe ist, wackelt es mit dem Schweif. Ja, von mir aus. Ich bin einfach sprachlos. Das beginnt ja schon so gut. Dieses Spiel. Das ist was? Was hast du aus dem Spiel gemacht, Game Freak? Es ist doch eine Remake von der ersten Generation. In der ersten Generation, auch in der zweiten, der dritten, der vierten, der fünften, der sechsten, der siebten oder naja gut, in der achten schon irgendwie ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. In der siebten, ja, die achte, die kenne ich natürlich noch nicht. Da ich mich versprochen. In der sechsten, in der siebten ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. Und jetzt hier Pokémon Let's Go Evoli, also das wird jetzt vor allem mit dem Kollegen hier. Alter, es wird langsam extrem. Hör auf damit, Game Freak. Das ist jetzt ganz ernst gemeint. Also, hör bitte auf damit. Schon viele Leute haben in der Unterführung Dinge verloren. Es liegt wohl daran, dass es dort so dunkel ist. Dunkel, da unten, wenn man... Wie, geh nochmal hier runter. Es ist so dunkel hier, ich kann nichts sehen. Merkst selbst. Das war das, also ich weiß es nicht. Also hier gibt es eine Whirlpix. Haben wir am Rande gesagt. Eine Radfratz. Ich weiß nicht, was los ist. Also in der ersten, zweiten Generation. Obwohl in der ersten, ich weiß nicht wirklich, ob es da einen Rivalen gab. Gab es irgendwie. Also der Rival in der zweiten Generation. Ich spiele jetzt gerade. Also privat spiele ich. Ja, jetzt habe ich mit dem gespielt. Privat spiele ich gerade Pokémon Kristall durch. Also die 3DS-Version. 3DS-Geschichte, die man sich runterladen kann. Und da war, da ist der Isuna, da war
der Bösewicht, also da war der Rivalen noch ein Bösewicht, also mit dem kann man noch, mit dem kann man sich noch, ja, mit dem kann man noch kämpfen. Ist noch ein ernstzunehmender Gegner. Pokémon vierte Generation. Ja. Pokémon dritte Generation kenne ich jetzt von. Ja, wir sollten hier die Bälle nicht verbrennen. Ich werfe mal lieber Pokébälle, von denen haben wir weniger. Okay. Dann vergönnen wir mal die Superbälle für einen Radfratz. Ja. Auch wenn es weh tut. Dritte Generation kenne ich jetzt von Omega Rubin und Alpha Saphir. Nur der vierte Generation Pearl, das war noch ganz in Ordnung, ja. Ist ein respektabler Gegner, ist ein Rivale, der sich sehen lassen kann. Ja, dann. Ich habe jetzt nicht alle so direkt im Kopf. Oh nein, jetzt habe ich den angesprochen. Ich wollte doch hier das Pokébällchen aufheben. Ho, ho, ho! Ich zeig dir jetzt mal, wie ein echter Gentleman kämpft. Na dann zeig mir mal, wie ein echter Gentleman kämpft. Los, zeig es mir. Gentleman Winchester, forderst dich heraus. Winchester. Mein Herr. Evoli. Evoli gegen Evoli. Na was? Na, da sag ich doch, der Flackerbrand. Verbrutzeln wir es mit einem Zug. Tja, so kämpft also ein echter Gentleman. Gentleman Winchester besiegt. Ah, das gibt's doch nicht. Grrr, so ein Scheit mit Kleister. Du gewinnst 1920 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den ach so feinen Herr hervor. Du erhältst 3 Pokébälle. Ja, wie gesagt, die Rivalen werden irgendwie immer schlapper und immer schwächer. Habe ich so das Gefühl. Also, vielleicht nicht nur ich das Gefühl. Ein Pummeluff. Nice! Das müssen wir uns ja fangen. Los, zielen! Oh ja, das ist gar nicht so leicht. Das schwebt da vor uns hin. Ja, und jetzt, ja. Na komm, Komm zu Daddy. Ja, nicht dorthin. Dorthin! Nein, in die andere Richtung. Und jetzt. Ja, nice. Komm, bleib drin. Ja, nice. Pummeluff gefangen. Das können wir ja brauchen. Pummeluff. Weibelig. Hui. Na dann, Alpha Dragon Level 14. Ein Pokédex-Eintrag. Für Pummeluff wurde ein Eintrag am Pokédex angelegt. Es betört Gegner mit seinen Kulleraugen und singt ihnen dann ein mysteriöses, wohlklingendes Lied vor, das sie in den Schlaf lullt. Pummeluff, Pummeluff. Genau das. Ein Endton. Wir müssen Pokémon fangen, also ein winziges Endton, also so winzig sieht das gar nicht aus. Aber gut, ja, gut. Wir fangen uns es trotzdem. Bringt ja was für das Level der Pokémon. Habe ich ja gelernt. Hier in Pokémon Let's Go Evoli muss man mehr Pokémon fangen, als man braucht. Oha, Takiro entwickelt sich. Na komm. Bisasam. Cool. Die Entwicklungen sind doch immer das Beste am Spiel. Und Bisasam Knosp. Für Bisasam Knosp wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Die Knospe auf seinem Rücken wächst, indem sie Nährstoffe absorbiert.
kurz vor der Blüte, sondern sondert sie einen Duft ab. Inton. Ja, was ich sagen wollte, die... Die Rivalen, die werden immer schlapper. Jetzt Tali aus der 7. Generation. Puh, ja. Schon in der 6. Generation. In der 6. Generation mit, ja, wie hießen die? Ich habe jetzt nicht den Namen, aber dieser Dicke, dieser... Vielleicht fällt es mir noch ein, der eine davon, der dünnere, dieser Strebertyp, der hieß Trovato. Wie der andere hieß, der Dicke, weiß ich nicht, aber ja, das waren ja auch schon solche. Das waren ja auch schon Flachpfeifen. Da hatten wir ja ganze 4 Rivalen. Aber ja. Versteht ihr, was ich meine? Das ist dann irgendwie, ja. Da habe ich ein bisschen Angst vor der 8. Generation. Vielleicht könnte es Game Freak ja mal besser machen, beziehungsweise Pokémon mal besser machen. Die Sache, die gerade so, wie das gerade läuft, wenn man den Wandel so betrachtet von 3., 4., 5., 6., 7. Generation. Da habe ich ganz ehrlich Angst. Ja, Giftpuder, kannst du eigentlich vergessen. Braucht man nicht. Erlernt. Oh, die nächste Entwicklung. Was ist hier heute los? Nanu, Kit entwickelt sich. Oh, das haben wir doch gerade gefangen. Glückwunsch, dein Kit wurde zu einem Tauboga. Cool. Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich jetzt Pokémon Let's Go Evoli nicht wirklich ernst genommen habe. Von Anfang an schon. Okay, ich lese mal kurz hier vor. Das kraftvolle Pokémon wacht unermüdlich über sein riesiges Territorium und fliegt weite Strecken auf der Suche nach Beute. Vielleicht war es auch schon die falsche Art, daran zu gehen, dass ich von Anfang an schon gesagt habe, ja, ist keine 8. Generation, ist jetzt kein reguläres, also kein Spiel der Hauptreihe, ist jetzt nicht wirklich, ist jetzt keins meiner liebgewonnenen, meiner guten, teuren, also teuren im Sinne von wertvollen Pokémon-Hauptspiele, Pokémon-Generationen, dass ich da vielleicht schon von vornherein gesagt habe, ja, nimmst es nicht so ernst, nimmst es mal ein bisschen auf die Schippe auch und ja, ich nehme es auch ein bisschen auf die Schippe. Vielleicht gebe ich dem Spiel nicht wirklich die Chance, die es verdient hätte. Aber ja, es gibt mir auch irgendwie die Möglichkeit, also es, ja, es wirft einem irgendwie sehr oft die Brocken zu, die man braucht. Versteht ihr, was ich meine? Also, ja. Das eine ist ja immer das Witze drüber machen und das andere ist ja immer die Plattform bieten für Witze. Versteht ihr, was ich meine? Man kann ja auch Witze über die 1. Generation oder über andere Spiele machen. Die Frage ist dann immer, ja, wie kommt es an? Also, ob gelingt das auch? Gelingt ein Witz auch? Hier gelingen die Witze offensichtlich sehr gut. Orania City, ein Hafenstadt im Abendrot. Ja, auch die Dächer und die Wege sind hier Abendrot. Oh, hier haben wir ein Machono.
Macholo ebnet munter vor sich hinsingend das Land. Und die Musik ist hier mal wieder bezaubernd. Das zumindest ist in den Spielen definitiv gegeben. Das muss man in jedem Pokémon spielen lassen. Also ich habe nicht alle gespielt, aber zumindest die ich bisher gespielt habe. Und die, die ich so zumindest mal angeeckt habe und kennengelernt habe. Ja, die Musik ist doch sehr gut. Ich bin Grundbesitzer. Alles hier in diesem viereckigen Bereich gehört mir. Ich möchte hier bauen und lasse meine Pokémon deshalb den Boden für mich ebnen. Ja, na dann verlasse ich mal deinen Grund und Boden. Scheint aber nicht, als ob er mal dazu kommen würde, hier was zu bauen. Immerhin ebnet er hier den Boden schon seit der ersten Generation. Seit 1900. Ja. 1935. Seit dann ebnet er hier schon den Boden. Ich habe vor kurzem ein Shiggy gefunden, aber dieses Pokémon stellt nur Unfug an. Ich würde es gerne einem talentierten Trainer anvertrauen. Sobald du mindestens 60 Pokémon gefangen hast, können wir gerne noch einmal darüber reden. Och Mensch, wir haben diese Pokémon fangen. Ins Pokémon Center, die Pokémon heilen lassen. Willkommen im Pokémon Center, sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja, mach das. Okay, dann nehmen wir deine Pokémon für einen kurzen Moment in mein Hub und... Da sind die 6. Welt, Radfratz. Ich habe Radfratz in meinem Team. Was ist los mit mir? Bin ich krank? Beute. Pokémon Box. So, Radfratz. Ich habe tatsächlich einen Radfratz in meinem Team. Was ist los? Dem Team hinzufügen. Radfratz. Pummeluff. Okay, da haben wir Blackie, Pepe, Takiro, Alpha Dragon, Kid und Pummeluff. Na, da habe ich schon einen Namen dafür. Für das Pummeluff. Na, das ist doch super. Shiggy wäre noch besser, wenn wir das hätten. So, mein Team. Level 13 ist, naja, ein bisschen unterlevelt, aber das kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon gebacken. Name ändern. Heißt Mira. Ja. Mira wurde ins Team aufgenommen. Hätten wir das... So. Als mein Pokémon einmal vergiftet wurde, hat es sich selbst vom Gift befreit, wenn es nicht wollte, dass ich mir Sorgen mache. Es muss mich auch wirklich sehr gern haben. Aha. Und mit dir? Pokémon mit hohem Level sind stark. Daran ist nichts zu rütteln. Aber selbst Pokémon mit hohem Level unterliegen Typennachteilen. Ein unbesiegbares Pokémon, das gegen alles gefeilt ist, gibt es einfach nicht. Ja. Da gibt es aber welche, die fast immun gegen alles sind. Pokémon können unterschiedlich stark sein, selbst wenn sie beide den gleichen Level haben. Offenbar kann man schwache Pokémon aber auch mit Bonbons aufpäppeln und sie stärker machen. Willst du den Kleinstein gegen meinen Kleinstein tauschen? Wenn ich eins hätte, habe ich eins? Nee, will ich aber nicht. Wieso sollte ein Kleinstein gegen einen Kleinstein tauschen? Ist ja bescheuert. Außerdem habe ich meinen Kleinstein in die Pokémon-Pension gegeben. So. Anfänger in Sachen Pokémon sind bei mir an der richtigen Adresse. Der Besitzer dieses Hauses ist gerade nicht da. Ich nutze die Gelegenheit, um daraus einen Ort zu machen, wo Trainer untereinander Infos und Erfahrungen austauschen können. Na dann. Einmal hinein.
Ich habe in dem wilden Pokémon eine Nanabeere zu essen gegeben und es wurde gleich hungriger. Das wäre ja was. Ein Pokémon lässt sich viel leichter fangen, wenn es nicht ständig herumzappelt. Ja, das klingt logisch. Und werde ich mir versuchen zu merken. Mit einem Superball ist es viel leichter, einen Pokémon zu fangen, als mit einem Pokéball. Ach was, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber leider ist auch ein Superball noch keine Garantie dafür, dass der Fang gelingt. Dafür brauchen wir wohl einen Meisterball oder was. Was? So, erkunden wir mal weiter die Stadt. Wen haben wir denn hier so? Wenn ich draußen Sport mache, bin ich immer verschwitzt und dreckig, fast schon schleimig. Und da fällt mir ein, wusstest du, dass Slimer aus dem Schlamm im Meer entstanden sein sollen? Wusste ich tatsächlich noch nicht. Ist mir neu. Und man lernt ja auch immer noch dazu. Hafen von Orania City. Und da geht's weiter auf die nächste Route, oder was? Oh, Pika hat was gefunden. Na, was hast du da? Betrachtet überglücklich die Blumen, die sich im Wind wiegen. Ein Naturfreund also. Aha. Hier hängt eine Mitteilung. Oh. In letzter Zeit wird Route 12 hin und wieder von einem schlafenden Pokémon blockiert. Wenn das der Fall ist, nehmen Sie bitte den Felstunnel, um nach Lavandia zu kommen. Polizei von Orania City. Und holen Sie sich eine Pokéflöte. Da habe ich mal so eine Vermutung, was das für ein Ding ist. Dickter Höhle. Da wollen wir jetzt noch nicht rein. Und da haben wir einen Meistertrainer oder wie die hießen. Erstmal hier in Orania City geblieben. Oh, hier haben wir den Steak. Nicht das Steak, sondern den Steak. Ja. Oh, eine hübsche Dame. Madame. Was machen Sie hier? Bist du bereit, die wichtigste aller Fragen zu beantworten? 42. Die Antwort ist 42. Was die Frage ist, weiß ich nicht, aber die Antwort ist 42. Machst du lieber das Hunde-Pokémon Vulcano oder Mauzi, das Katzen-Pokémon? Sag ich doch, 42. Ja, Vulcano ist schon cool. Mauzi aber auch. Schwere Entscheidung. Ja. Sind beide ganz cool. Mauzi finde ich auch sehr, sehr schön. Sehr toll. Vulcano ist mega cool. Hund oder Katze? Das ist jetzt wieder so eine Frage. Ich mache die Augen zu und wähle irgendwas. Was? Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Okay, dann nehme ich jetzt das hier. Tut mir leid, blöde Frage. Du musst gar nichts sagen. Man sieht dir die Antwort schon an. Pass auf, wenn du ganze 5 Exemplare des Katzen-Pokémon Mauzi gefangen hast, schenke ich dir ein wunderhübsches Pokémon, das dich auf deinen Rücken reiten lässt. Wäre das was? Okay, jetzt habe ich mich für Mauzi entschieden scheinbar. Dann müsste ich jetzt auf dem Rücken von einem Mauzi reiten. Da hätte ich mich wohl für ein... alles klar. Carpador! Ach, dieses arme Pokémon. Wozu gibt es das überhaupt? Ja, Pro-Controller, den kann man hier nicht benutzen. Der Joy-Con spielt mal wieder verrückt. Ich habe gehört, dass manche Pokémon ihren Trainer nicht mehr tragen, als neben ihm herbeizulaufen. Wie cool muss das sein, wenn man auf seinen Pokémon fliegen oder sogar übers Wasser flitzen kann. Das muss sehr cool sein. Gibt es denn hier zu sehen? Pokémon Fanclub. Alle Pokémon Fans sind willkommen. Rein hinein da. Oh, ein Pikachu. Hallo Pikachu. Pikachu! Schau mal. Hier.
Schau mal, hat mein Pikachu nicht einen niedlichen Schweif? Ja. Kann man durchaus sagen. Ich liebe meinen Jurob. Es quiekt, wenn ich es in die Arme nehme. Rob. Aha, ein Dittokissen. Rob. Nein, das hat jetzt nicht das Dittokissen gesagt. Unser Vorsitzender redet ununterbrochen über Pokémon. Na dann. Sprechen wir doch mal mit ihm. Vorsitz des Pokémon-Fanclubs. Mehr als 100 Pokémon habe ich bereits gefangen und kein Ende in Sicht. Wenn es um Pokémon geht, kann ich quasi nie Wasserfall. Wie ein Wasserfall. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu erfahren? Eigentlich nicht, aber erzähl doch mal. Sehr schön, los geht's. Also ein Galoppa ist mein absoluter Liebling. Es ist so unfassbar süß, so klug. Aber was ist mit meinem Arm, damit ist ja so schön, es ist so speziell, das ist großartig. Ja, es ist dein Fell, es ist so glatt und majestätisch und es ist so, ja, da haben wir mit dem Arm, einfach fantastisch. Großartig, großartig. Das siehst du doch genauso, oder? Du musst nicht sagen. Ich verstehe schon. Es ist so. Es ist so speziell. Es ist so großartig. Es ist so klasse. Es ist. Wunderbares. Geh. Selbst wenn es schläft, ist es ganz warm und. Es ist ganz warm und. Kuschelig und. Ja, es ist abends im Bett. Ja, wenn ich morgens aufstehe und einfach wunderschön. Oh ja, ich liebe. Oh, hoppla. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat. Danke, dass du mir zugehört hast. Hier ein kleines Geschenk von mir. Du hältst ein Evoli-Set vom Vorsitzenden. Du verstaust das Evoli-Set in einem Klamottenkoffer. Das ist ein Klamotten-Set. Damit kannst du dich an dein Stil des Partner-Pokémons anpassen. Dann könnt ihr im Partnerlook auftreten. Du wählst es aus, indem du erst das Menü und dann den Beutel öffnest. Bin ich nicht schon im Partnerlook? Naja, anderen Partnerlook, den wir wählen können. Joa, tun wir das doch gleich mal. Schauen wir mal, wie das geht, wie es ausschaut. Wo hab ich das? TM-Box. Ein Klamottenkoffer. Hier. Outfit für Blackie wählen, Outfit für Zwergenfee wählen. Kopfbedeckungen. Ohne Evoli-Kappe. Cool. Da individualisieren wir mal den Look. Oberteile. Evoli-Oberteil. Ist ja putzig. Also jetzt passe ich mich ganz Evoli an, oder was? Hosen. Evoli-Shorts. Nice. Sieht ja wie ein Pionier aus. Wie ein waschechter Pionier. Sieht ja fast ein bisschen Army-mäßig aus. Ja. Ein Braun ist doch genau meine Kanalfarbe. Taschen, Evoli-Tasche. Ja. Ist jetzt nicht das eleganteste, aber ja. Sportlichkeit. Oh, jetzt muss man das natürlich ablegen. Ja, ach Mann. Das kann ich natürlich nicht. Das ist blöd. Die ohne Kleidung. Nee. Dann trägt die jetzt. Dann sehe ich jetzt aus wie ein Evoli und das Evoli sieht aus wie ich. Ja, warum nicht? Ein neuer Look. Evoli und ein Zwergenfee, die aussieht wie ein Evoli und ein Evoli, das aussieht wie ein Zwergenfee. Ja, Partner Look.
Auf diesen Dingern sollte man besser nicht herumklettern. Darin werden Schiffe mit einem Tau festgebunden. Na dann, haben wir hier die Stadt erkundet. Na, wie sieht's aus? Ja, waren wir in jedem Eck. Da haben wir uns ordentlich umgeguckt. Na dann, hier auf den Steak. Ich speichere mal kurz den Spielstand ab. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, bevor wir hier auf die MSN gehen, MSN oder MSN, wie man es will, sage ich, dumm ich nach uns, wird's euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst, mit der Zwergenfee, mit der Pionier-Zwergenfee verpassen wollt. Ja. Macht's gut. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.